Hansa Rostock-Fans, die wird es natürlich interessieren, wie Hansa heute gespielt hat. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Vielen Dank, Christian. Marc Fascher. Wenn es heute schief geht, geht er vielleicht. Die Spieler? Nervös. In solchen Situationen müssen eigentlich die erfahrenen Hasen im Team ran. Doch nach 5 Minuten das. Manfred Starke. Der 22-Jährige bricht durch. Berührung. Und rot nach 5 Minuten. Eine harte Entscheidung. Jetzt mal los, Hansa. Doch stattdessen Verwaltungsfußball. Es bleibt torlos bis zur Halbzeit. Zur Sicherheit zeigt Trainer Fascher an, da geht's lang in Hälfte 2, meine Herren. Ein junger Bursche hat scheinbar zugehört. Manfred Starke spielt wie eine Arbeitsbiene. Immer wieder schwirrt er dem Dortmunder Abwehrblock vor den Augen rum. Grätscht. Schießt. Ackert. Einziges Manko, die Biene sticht nicht. Trainer Fascher will endlich Honig in die Wabe. 54. Minute. Manfred Starke, die Arbeitsbiene, wuselt und belohnt sich selber. 1:0. Und bekommt seinen Abgang. 80. Minute, Szenenapplaus, die Biene müde, aber kraftvoll im Ausdruck. Ich glaube einfach, dass wir heute dran waren, dass wir uns den Arsch aufgerissen haben auf gut Deutsch und das wurde belohnt. Neben Manfred Starke noch ein weiterer aus der Abteilung Jugend forscht. Gestatten, Philipp Clement, 20 Jahre, 2:0 in der 83. Minute. Und trotzdem, 85 Minuten in Überzahl, aber Dortmund mit Chancen. Kein Feinschmeckerfußball. War das heute Hausmannskost, aber erfolgreich? Das ist mir so egal, das ist mir so egal. Hauptsache 3 Punkte, 40er-Marke geknackt, alles andere sowas von zweitrangig. 3 Punkte, mehr zählt nicht. 8 Punkte bis zum Abstiegsplatz. Hansa ist fast gerettet. Der Imker kann durchatmen. Seine jungen Bienen haben es gerichtet. Und bei mir sind jetzt Emilie.